Gott stellt sich uns in der Bibel mit seinem Namen vor. Ich bin. Oder ich bin der Ich bin. Jahwe. Jahwe ist der Eigenname des himmlischen Vaters. Das bedeutet immer gleichbleibend, nie veränderlich, ewig treu, völlig verlässlich. Der da war, der da ist und der da bleibt. Jahwe. Über 6800 Mal kommt dieser Name Gottes in der Bibel vor. Und in den meisten Übersetzungen wird er, anknüpfend an die jüdische Tradition, als Herr wiedergegeben. Und dieser Name Gottes wird in verschiedenster Weise in der Bibel aufgeschlüsselt. Beispielsweise Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, oder Jahwe Rapha, der Herr dein Arzt. Und einer der Namen Gottes ist Jahwe Jireh. Jahwe Jireh. Das bedeutet, der Herr, der sieht, oder der Herr, dein Versorger. Also der Herr, der dich sieht, der dich im Blick hat, der dich versorgt, der sich um dich kümmert. Meine Frage an dich ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott wirklich, real dein Versorger ist? Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis halten alles Mögliche für die Basis ihrer Versorgung. Ihre Schaffenskraft, ihre Arbeitsleistung, ihre Fähigkeiten, ihre Ausbildung, das, was sie sich erarbeitet haben, ihre Rentenansprüche, Lebensversicherung, Krankenversicherung, was auch immer. Sie erwarten, die Quelle meiner Versorgung ist die Gesellschaft, sind Behörden, sind irgendwelche Institutionen, die es eben gibt in dem Land, wo ich lebe. Im schlimmsten Fall Hartz IV. Aber weißt du was? Gott sagt, ich bin dein Versorger. Egal wie es aussieht, egal wie die Umstände sind, egal wie die Wirtschaft ist, egal wie überhaupt irgendwas ist. Ich bin dein Versorger. Ich sehe dich, ich habe dich im Blick. Ich kümmere mich um dich. Und deshalb sollten wir lernen, uns an den Herrn zu wenden und ihn wirklich zu bitten, wenn Mangel ist, wenn wir Bedarf haben und so weiter, weil er ist unser Versorger. Und unser wirkliches, echtes Vertrauen nicht auf die Institution dieser Welt zu setzen, sondern auf ihn, Jahwe Jireh. Der Herr versorgt dich. Und ich glaube, dass du das noch mehr erleben kannst und mehr erleben darfst, wenn du dich da hinein aufmachst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.